Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Asreiter. Wir sind in Folge Nummer 5 von Simotrans mit dem Comic Pack Version 06. Hier kommt unser Zug an, der leer ist und der fährt jetzt gleich hier mit Passagieren aus Gütersloh zurück nach Neubrandenburg. Und ja, da sind es jetzt 3 Fahrgäste und 9, 12 fahren mit. Das heißt, der müsste auch gleich schon wieder sofort durchstarten. Ich mache mal ganz groß, dann seht ihr das da auch noch vielleicht. Wir werden das jetzt hier sehen, dass der durchstartet. Genau so ist es, alle eingestiegen, er fährt auch zurück, schönes Signal beim Abfahren. Und ich würde sagen, wir gucken nach dem Intro weiter, wie wir hier vorgehen. Ne? Hier unten fahren auch ganz viele Kutschen, müssen wir mal gucken, ob die da voll sind oder nicht voll sind und wie es nach Lüneburg weitergeht. Das war ja diese Strecke, weil da stehen ja noch ein paar. Ne? Ich würde sagen, bis gleich. So, das sind hier 26 Gäste nach Lüneburg und da kommt schon eine Kutsche an für Lüneburg. 26 plus 9, also sind alle. Hier sind gerade 6 drin. Warte mal, wie waren das jetzt insgesamt? 35, alle Lüneburg. Ne? Ja, die anderen sind ja auch unten gerade weggefahren. Und wie viele Kutschen haben wir da drauf? 3 Kutschen. Den habe ich nicht erwischt. Dann ist er hier. Das sind 12. Und das sind 18. Und das heißt, die sind eigentlich hier voll besetzt. Da unten waren aber mehr wie 18 und hier sind es 16 wartende Gäste und die sind gerade erst weggefahren. Davon wollen 5 nach Gütersloh. Also tendenziell neige ich dazu zu sagen, wir brauchen auf jeden Fall Lüneburg, Gütersloh noch eine Kutsche mehr. Dann lass uns das doch mal gerade machen. Ah, das ist das Bahndepot, das ist verkehrt. Wir müssen hier oben zum Fahrzeugdepot. Hier. Das war die langsame und das ist die schnelle. Na, genau. Da, und dann ist das Regionalbus Gütersloh-Lüneburg. Sehen wir hier unten ganz knapp. Und lass den mal noch starten, weil ich glaube, das bringt noch was. So, Zug fährt da hoch. Wie viel stehen denn in Neubrandenburg jetzt für Gütersloh? Ja, 16. Das ist doch schon mal eine Hausnummer, ne? Das würde bedeuten, der Zug wird auch auf Dauer sein Geld einfahren hier. 1,6 hat er jetzt sowieso schon. Das sieht doch ganz gut aus, denke ich. So, da müssen wir weiter überlegen. Da haben wir Lüneburg, haben wir optimiert. Jetzt Bad Zwischenahn, da stehen 18 Fahrgäste. Da kommt 1, 2, 3, 4, 5 Kutschen rein, sind 30. Okay, das würde bedeuten, 30 können wir. 18 sind es aber nur. Wahrscheinlich ist hier auch die letzte Kutsche leer, ne? Kann das sein? Ja, so sieht's aus. Vielleicht die vorletzte auch noch. Tatsächlich. 18. Wenn das nicht mehr werden, dann könnte man rein theoretisch ja 1, 2, 3, also eine Kutsche können wir eigentlich da schon definitiv woanders positionieren, ne? Weil das wird ja jetzt hier nichts. Aber vielleicht wächst die Stadt auch. Lasse erstmal fahren. Ich glaube, das wird besser sein. Hier hatten wir optimiert. Lass uns mal schauen, wie es hier aussieht. Gütersloh wollen 11 hinfahren. Okay, die Kutschen sind da schon einigermaßen weit. Die andere ist sogar schon auf dem Rückweg. Nach 2 Brücken wollen noch 7 Passagiere fahren. Hier haben wir... Achso, die eine Kutsche fährt gerade weg und da ist nur eine drauf, oder? Wie sehe ich das? Oder ist das hier noch mit Halt eine Kutsche? Fahrplan? Okay, das ist mit Halt. Das heißt, 2 sind da drauf. 3, eine fährt 4, 5, 6 sind's. Wir stehen hier, oh, hier unten stehen noch 15. Ja, das ist nicht ohne, ne? Da sind's 21, davon sind 7 nach hier unten. Sollten wir da auch noch eine Kutsche draufbringen, eine? Wie viele stehen denn hier zwischen? 6 nach unten und 3 nach oben. Aber die ist vielleicht schon voll, ne? Na, nicht ganz. Die würde da noch 2 mitnehmen. Dann sind aber immer noch 4 da, die kein Fahrzeug erstmal haben. Und bis die nächste Kutsche da oben ist, das ist diese, dauert's halt, ne? Ich glaube, Lüneburg, nicht 2 Brücken war das nicht, Bad Zwischenahn, 2 Brücken ist das, braucht auch noch eine Kutsche. So, doppelt den. Und Fahrplan ist Regionalbus Lüneburg, 2 Brücken.
Ich starte mal da noch eine drauf. Dann sind wir da unten erstmal durch. Gucken wir jetzt hier weiter. Wie ist denn der Anschluss nach Achem? Oh, 21. 39 sind das. Drei Kutschen sind da am Fahren. Nur drei Kutschen. Drei Kutschen sind 18 und wir haben hier 39. Das heißt, da fehlen noch reichlich. Dann würde ich sagen, machen wir da auch noch welche drauf. Fahrplan ist Achim Neubrandenburg. Und das kopieren wir gleich. Komm, mach Dreier. Ich fahre jetzt zwar alle hintereinander, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Die RSD wollen wir mal lieber nehmen, ne? Dann klappt das auch. Wir fahren denn nach Neubrandenburg? 15, okay. Aber die anderen auch. Es sind 33, die dahin fahren. Und die sind hier gerade erst weg. Wie viel sind denn hier oben in Bad Mergentheim? Mergentheim. 21. Und wie viel sind hier unterwegs? 2, 4, 5 Kutschen sind 30. Das reicht da oben auf jeden Fall. So, und für Köln stehen nur 3. Die Kutschen sind aber auch eben erst da gewesen. 1, 2, 3, 4. Okay, und wie viel stehen hier für Neubrandenburg? Ja, bis auf die 3. Also 23, ja. 24 sind das, die vier Kutschen, ne? Das geht eigentlich noch. Können wir so lassen. Hier sind 1, 2, 3, 4 auch drauf. 5 sogar, okay. Sind aber nicht so viele Passagiere. Von Köln nach Jena. Ne, das war jetzt falsch. Jena hat 12. Obwohl die gerade weggefahren sind, stehen da noch 12. Okay, und wir stehen hier nach Jena. 3 waren das, oder? Ja, okay, aber das ist. Müssen wir so lassen, weil die andere Richtung ja immer noch welche braucht, wahrscheinlich, ne? Wie sieht es hier nach unten aus? Da sind zwei, drei Kutschen. Und Jena hat 12 Passagiere. Jena sei schön. Königsbrunn hat 12 Passagiere, die nach Jena wollen. Davon sind alle drei Kutschen noch da. 18, das heißt, das passt. Und hier waren ja nicht so viele, die da runter wollen, oder? Königsbrunn wollen 12, das kommt auch hin. Das ist erstmal gut hier sozusagen. Dann können wir mal auf der Karte gucken. Da hatten wir ja noch hier unten noch drei Städte: Willich, Bünde und Ettlingen. Die sind noch zusammen. Da gucken wir doch mal rein, was hier geht. Hier sind 6. Keine Kutsche mehr in diese Richtung. Die fährt nur nach da weg. Zweier sind's. Und hier ist Willich. Das heißt, hier ist eine Kutsche, zwei Kutschen drauf. Hier sind zwei Kutschen drauf. Und da stehen noch Leute. Und die sind gerade nicht unterwegs. Also, Ettlingen können ruhig mehr sein. Nach Willich sind hier die 6, die steigen gleich ein. Ich glaube, wir können hier definitiv noch eine Kutsche gebrauchen für Ettlingen. Und das war jetzt Bünde Ettlingen. Starte die mal noch. Dann haben wir das hier auch optimiert. So, jetzt ist das Ding Karte auf und wir haben aber keine weiteren Städte, die nebeneinander liegen, ohne dass wir große Sprünge machen müssen, ne? Das ist ja alles angeschlossen. Das nächste wäre jetzt hier Friedrichsdorf. Und da ist es bis nach Bad Mergentheim ein ganzes Stück eine Straße zu machen, die man auch finanzieren muss dann, ne? Das wäre wahrscheinlich zu teuer, denke ich mal, oder? Das würde ich erstmal nicht machen. Lass uns mal gerade in die Liste reingucken, was unsere Kosten hier sind. Die Marge ist noch minus hier. Das ist schlecht. Lass uns mal den Monat angucken, dann sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. War da ziemlich hoch. Also zuerst, nee, warte mal, das ist dieser Monat, das war der letzte Monat. Okay, das sieht so aus, als ob die Marge eigentlich rennt, ne? Laufender Monat 32 Kosten. Irgendwie ist das hier ziemlich teuer geworden. Vorher waren es 14, ne? Instandhaltung ist so teuer geworden. Betriebskosten, ja. Ist auch hoch. Da waren es 4.800. Wann haben wir am 21. schon? Ich weiß jetzt nicht, Fahrzeugwert ist dann natürlich jetzt da auch noch da, aber das sieht jetzt nicht gut aus.
Was macht denn unser Zug? Der ist hier unten und hat gerade mal 9 Passagiere. Da sind es 23 und die wollen alle nicht nach Gütersloh, sondern nur 6 nach Gütersloh. Also, ist jetzt auch nicht so optimal, ne? Also, das ist eine andere. Ich wollte gerade sagen, warum fährt hier noch eine Kutsche zwischen, aber das ist wahrscheinlich die Lüneburger nach Gütersloh und da umgekehrt. 52, das sieht jetzt gerade nicht gut aus. Was können wir tun? Lass mal gerade schneller laufen. So, er lädt jetzt hier. 4 Leute sind da drinne. Nee, oder? 3 sogar nur. Jetzt müssten hier ein paar Leute für Gütersloh generiert werden, ne? Okay, da ist jetzt gerade eine Kutsche angekommen. Und die wartet auf freie Strecke, okay. Aber hier steigt keiner für zu. Sieht jetzt gerade nicht so dolle aus, ne? Da ist jetzt nichts passiert. Ich lasse jetzt einfach mal schneller laufen. Die Marge geht dann noch runter. Also die Prozentzahl, das ist natürlich, dass es dann im Endeffekt hochgeht. Jetzt sind 9 drinnen in Gütersloh, nach Gütersloh von dort ist jetzt nicht verkehrt. Lass mal gerade mitfahren, gucken, was er da unten hat. Er macht natürlich Plus, wie man sieht, 3500, ne? So, und was ist jetzt hier angesagt? 37 haben wir. Ah, 5% sind dadurch runtergegangen hier mindestens. Und jetzt sind mal 18 drin. Das bringt dann mal mehr Geld wahrscheinlich, ne? Wir haben den 25. Mai. Der Monat ist noch ein bisschen länger. Lass mal nochmal schneller laufen. Da sind jetzt 3. Jetzt sind es 19%. Aber er steht wieder, ne? Weil hier nicht genug Fahrgäste sind. 3 sind eingestiegen. Jetzt haben wir den 27. Lass mal trotzdem noch mal schneller laufen. Kommen noch ein paar Kutschen, die vielleicht noch Fahrgäste bringen. Ja, aber der fährt vorher. Toll. Okay, die 9er sind jetzt immer da zu warten momentan. So, und wie ist jetzt hier? 15, 10% oder 12 knapp. Er fährt aber sofort wieder los, weil er jetzt 26 Gäste drin hat. Okay. Wir haben noch den 29. Mai. 30. Fährt 2 Tage da hoch oder was? Nee, doch nicht. Schauen wir mal, ob es hier jetzt eine schwarze Zahl geben wird. Er bringt ja 26 Fahrgäste hoch. Das sind schon ein paar Prozent, denke ich. Wir haben es fast geschafft, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Und er fährt tatsächlich sofort mit 12 zurück. Das ist schon mal eine gute Sache. Warte mal, wie ist denn das hier? Okay, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht können wir ja schon mal sehen, wie groß die Stadt ist, dass sie wächst, aber 247 nicht. Ich glaube, irgendwie bei 320 oder sowas wächst so eine Stadt, ne? Also wir sind mit der Marge ganz knapp am Ende des Monats hier unterwegs. Es ist noch ein fast ganzer Tag. Okay, vielleicht kriegen wir den noch rum, ohne dass der Zug auch noch ankommt. Ah, das wird knapp. 22:30 Uhr. Nee, schafft er nicht. Aber wir sind doch schon im Plus. Wir sind hier mit der Marge ganz knapp im Plus. Köln-Rathaus ist überfüllt. Okay, da müssen wir gleich gucken. Jetzt haben wir da natürlich die Wahnsinnsmarge hier. Ist klar. Nee, das war ja schon richtig, aber Monate sind auch richtig. Aber wo ist denn jetzt der Monat hin? Ach so, weil der hier ganz knapp plus ist. Nee, eigentlich müsste das. Der müsste sich doch verschoben haben. Das passt doch hier was nicht, oder? Ah, jetzt ist er da erst. 1,63 passt und da sind die 79% und das ist natürlich so hoch, dass man das jetzt deswegen, ne, so ein dicker Balken in die Richtung erstmal hat.
So, was sagt er das hier denn hier? Gütersloh sind 11 Passagiere. Okay, hier sieht es erstmal gut aus. Hier wartet er aber jetzt auf Passagiere, weil keine da sind. Das ist schon wieder schlecht. Aber wir hatten gerade eben die Meldung von Köln, dass Köln überfüllt war. Dann lass uns mal gerade nach Köln springen und das nochmal angucken. Wo war hier jetzt das Problem? Oh, 39. 27 noch in Brandenburg und 12 Passagiere auch noch, also alle 39. Ja, okay, die Kutschen fahren auch gerade hierfür weg, glaube, ne? Die ist leer. Die ist auch leer. Das ist natürlich jetzt nicht so prickelnd. Wie sieht es hier unten aus in Jena? Stehen da wenigstens Leute? Stopp, knapp daneben. Für Köln stehen da mal gerade drei. Also das läuft jetzt nicht so dolle, ne? Vielleicht sollten wir jetzt mal. Ne, das ist schon Neubrandenburg. Wir wollten nach Köln. Vielleicht sollten wir hier diese Kutsche dann nehmen und neuen Fahrplan einstellen. Das war jetzt Köln-Neubrandenburg. Lass den mal da lang fahren. Ich hoffe, der fährt jetzt erst Köln an. Wäre zu wünschen. Nee, natürlich nicht, ist klar. Ah, knapp. Jetzt aber. So, jetzt nach Köln bitte und dann die 6 da rausholen. Weil hier unten waren es jetzt nicht so viele, ne? Und ja. Da sind nur 3 nach Köln und wir haben zu viele Kutschen für Köln da. Die anderen 18 sind hier nach Köln, nach Königsbrunn. Hier sind 6, das ist alles okay erstmal noch. Gut. So, der nimmt jetzt 6 mit, das ist schon mal gut. Dann sind es nicht mehr 39, sondern nur noch 33. Aber nächstes Mal ist es auch schon wieder schwierig. Es werden ja auch keine Fahrgäste generiert, wie das war, ne? Weil der Bahnhof da schon voll ist. Vielleicht doch hier umdrehen. Komm, Fahrplan hier auch ändern. Köln-Neubrandenburg. So, jetzt fährt die dahin. Lass mal kurz schneller machen, ob das auch wirklich so ist. Weil wenn hier ja voll ist, ne, dann fährt da unten ja auch keiner mehr hier hin. Und 27 bedeutet, es wird da unten in Jena keiner mehr generiert. Und hier dürften schon keine mehr drinne sein, oder? Naja, so sieht's aus. Ah, das ist ein bisschen kompliziert, ne? Königsbrunn, 3 Passagiere, okay. Aber da müsste ja jetzt sofort eine Kutsche kommen für, oder? Der fährt schon da runter. Der fährt dahin. Nach Köln sind 3. Aber es fährt keiner nach Köln. Okay, das bedeutet, hier oben müssen ja jetzt weniger sein. Ah, 27. Okay, so ein bisschen wird wohl doch generiert, während die da abgeholt werden. Okay, das ist halt so. Was hat er jetzt für eine Ladung hier? 11. Und hier sind 72 Passagiere warten, 21 davon fahren nach Gütersloh. Und 18 auch. Okay, das sieht jetzt mal richtig gut aus jetzt hier. Das sind Zahlen, die dann wirtschaftlich vertretbar sind. Wie sieht es hier aus? Noch 106 Miese. Ja. Lass den mal gerade dahin fahren. Wie viel hat er jetzt hier? 39 Passagiere. Lass uns mal gerade hier runtergehen zum Bahnhof Gütersloh. Wir stehen da. 2 Neubrandenburg. 7 sind 9 Neubrandenburg. Die anderen wollen alle hier wegfahren. Nicht so dolle, ne? Lass mal gerade noch einmal schneller laufen, bis der Zug da ist. Da kommt er. 82. Ja, wir haben am 6. Juni. Das wird wahrscheinlich auch eine gute Zahl werden. Aber da müssen wir erstmal abwarten, wie es hier weitergeht. Er fährt auch schon wieder los mit den vielen Leuten. 14 sind da drin. Ja, müssen wir schauen. Weiß ich jetzt auch noch nicht. Hier staunen sie sich tatsächlich gerade, aber wahrscheinlich doch, sind doch voll geladen.
Müssen wir gucken. Hier stehen gleich wieder ganz genug viele Leute, die dann auch weiter wollen. Zurzeit drei, aber die meisten wollen tatsächlich nach Lüneburg, ne? Der Zug bringt die und dann geht's hier nicht weiter. Wir müssen nächstes Mal überlegen, dass wir diesen Bahnhof dann weiter anschließen, der dann auch dahin fährt, ne? Müssen wir mal gucken. Machen wir dann. Ich würde erstmal sagen, wir machen hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.